Und damit wieder hallo und herzlich willkommen heute zurück bei Minecraft. Jawohl, eine neue Aufnahmesession, liebe Freunde. Und ich habe gestern nicht mehr auf Screen weitergemacht, beziehungsweise heute auf Screen weitergemacht. Ich gehe direkt, habe ich gesagt, in die Aufnahme rein. Und jo, machen wir jetzt einfach mal, ne? Ich habe mir auch für heute ein bisschen was vorgenommen mal wieder. Mal schauen, was wir so umsetzen können. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn gestern? Ich bin ein bisschen müde auch. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, was wir eigentlich gestern gesagt haben, was wir machen wollten. Wir hatten die Dinger. Ah, genau. Wie ihr seht, ich habe hier wieder einen neuen Mod drin, Silent Gear. Kümmern wir uns jetzt noch nicht drin. Ich habe erstmal geguckt, ob der da ist. Und Add Create. Da habe ich mir auch von Create noch was Neues reingehauen. Wie muss mal ganz kurz dafür gucken, wie hieß das? Da habe ich... Yield, glaube ich. Yield? Okay. Doublé. Was ist das? Double Smoke? Nee, okay. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Aber okay. Macht nichts. Erstmal heute reinkommen, ne? Wie gesagt, bin heute ein bisschen müde. Jojo. Schlafen. Ja, aber schlafen kann man auch noch ein anderes Mal. Was wollte ich denn? Und zwar bräuchte ich ja eigentlich von Create Funnels, ne? Dann könnte ich das hier besser steuern. Weil ich habe nämlich festgestellt, ich weiß nicht, ob es noch in der Aufnahme war oder hinterher. Hier die Trichter, die brauchen quasi einen Filter. Weil sonst, ne, kommt hier der Feuerstein rein statt der Ton. Und hier der Lehm statt der Ton, statt der Feuerstein. Und deswegen funktioniert das hier nicht so hundertprozentig. Da muss ich leider auch nochmal ran. Am besten, wie gesagt, mit Funnels. Die würde ich mir nämlich als nächstes mal craften. Obwohl, ne, jetzt nicht. Ich würde als allererstes erstmal ein bisschen Inventarplatz wieder freischaffen, ne? Das wäre, glaube ich, das Bessere. Und zwar habe ich nämlich gestern... Doch, ich habe gestern noch ein bisschen was offscreen gemacht, so kurz vorm Schlafen gehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Und zwar... War du mal nach oben ins OG? Hier! Das war, glaube ich, nicht mehr in der Aufnahme. Ich habe hier schon mal angefangen, mit Marble Bricks das auszulegen. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Und eigentlich wollte ich ja auch noch... Ich mache jetzt erstmal hier im Inventar ein bisschen Platz, ne? Düpp, 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 düpp. Da fällt mir ein, ich wollte heute auch noch was anderes craften, denn... Ja, ich habe ein bisschen was dabei. Und zwar wollte ich nämlich den Pulverisierer craften. Mit dem Pulverisierer können wir nämlich Erze reinlegen. Die werden dann pulverisiert zu Staub. Und mit etwas Glück... Was wir wahrscheinlich nicht haben. Aber gut, mit etwas Glück können wir dann das Doppelte an Zeugs rausziehen. Na, deswegen habe ich mir hier das Rezept für Pulverisierer schon drauf gemacht. Dann brauchen wir hier nämlich Kupfergier. Ein Eisen in der Mitte. Kann ich das Kupfergier auch noch anders herstellen? Warte mal, da gab es ja drei Rezepte. Nö, das will ich nicht. Achso, das war das. Ah, schon wieder. Ich drücke einfach eine Sekunde zu früh. Jetzt. Okay, Stone Gear. Holz Gear. Oh ja, nee, dann lieber mit einem Eisen Nugget. Und da wir ja jetzt gerade hier sind, Gott, der Text wird auch immer länger, ne? Hier war ja Lapis Lazuli, das nehmen wir mit. Haben wir ja letztes Mal gesagt. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich das jetzt irgendwann brauche, aber hier war ja auch noch Schmaragdöhr.
Irrede Schmaragd. Ach, warte mal, ich muss mal eben hier. So. Ja, das hat man wahrscheinlich jetzt gehört, aber ich habe kurz meine Maus abgesteckt. Die ist jetzt voll geladen. Da brauche ich jetzt nicht noch länger. Das die dran lassen. Genau, und zwar gehen wir doch jetzt als allererstes mal. Ach nee, ich brauche ein Nugget. 1, 2, 3. Ich brauche 4 Nuggets am besten. Wir holen uns mal fix die Nuggets. Nugget, Nugget. Nugget, Nugget. Nee, falsche Richtung. Hier. 1, 2, 3, 4. So. Und jetzt ab zur Crafting Box. Flupp. Und jetzt können wir nämlich hier das. Nicht das Zinngear, aber das. Ach, Compacting Rawder, nicht der hier. Der Pulverisierer. So. Können wir uns nämlich jetzt das Kupferrad herstellen. Davon brauchen wir ja 2. Warum habe ich nicht einfach mal auf das Plus gedrückt mit Shift, ne? So, davon brauchen wir 2, habe ich gesagt. Perfekt. Die haben wir auch. Dann brauchen wir noch ein Zinnrad. Maschinenrahmen brauchen wir nämlich das Zinnrad für. So, dann haben wir das erstmal. Ja gut, die Feuersteine sind jetzt nicht das Problem. The Flintstones. So, das brauchen wir. Wir brauchen einen Kolben. Und den hatte ich den nicht irgendwo hier in einen der Rucksäcke reingetan? Sonst müssen wir uns nochmal, guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal Flint. Sonst müssen wir uns ansonsten nochmal einen Kolben craften. Ich dachte, den hätte ich hier irgendwo reingepackt. Na, Rostabel, ich habe gesagt. Ich dachte, wir hätten den Kolben irgendwo reingepackt. Also da hätten wir auf jeden Fall für Funnels schon mal ein paar Dinger noch über. Habe ich den Kolben gestern schon verbraten für irgendwas? Okay, da müssen wir uns wohl oder übel doch noch einen Kolben erstellen. Dazu brauchten wir Redstone, Holz und Kobbel. Ja, ich nehme erstmal einen mit. Wollen sie auch nicht übertreiben, ne? So. Dann haben wir hier das Rezept für den Kolben. Ach, 3 Holz fehlt jetzt. Toll. Habe ich irgendwo noch verarbeitetes Holz drin, oder? Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Mir tut nämlich auch schon seit Tagen mein Knie weh. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ja, ich werde alt. Oder ich bin alt. Kann man sehen, wie man will. So. Einen Kolben. Packen wir hier auch wieder das Holz rein. So, jetzt haben wir den einen Kolben. Das haben wir. Jetzt brauchen wir die Redstone-Flachsspule. Dafür brauchen wir einen Goldbarren. Den kriegen wir doch auch hier vorne raus. Lapp, 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 lapp. Machen wir einmal schnell hier entlang. Oh, ein Goldbarren. Jetzt brauche ich natürlich wieder die Crafting Box. Lass mich durch. Okay, wunderbar. Hier haben wir die Crafting Box. Redstone Flex Spule. Blub. Blub. Haben wir. Perfekt. Dann haben wir jetzt für den Pulverisierer die Spule, das ist ja easy zu kriegen, den Kolben haben wir auch. Jetzt brauchen wir den Maschinenrahmen. Dafür brauchen wir nochmal 4 Eisen und Glas. Glas und ein Zinnrad. Habe ich zufällig hier noch irgendwo Zinn? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah ne, das war die Andesit-Legierung. Hier, ich stand auch ein bisschen noch hier, dadurch, dass ich da vorne rumgearbeitet habe, ist hier der Stau jetzt erstmal wieder weg.
Ne? Hab dann das hier wieder gesammelt drin. Und weißt du, habe ich auch schon rüber entleert. Wie mir scheint, habe ich das auch schon rüber entleert. Das ist aber gut. So, ich brauchte, was habe ich jetzt gesagt, für den Rahmen 4. Hier und für das Tin Gear brauchte ich, da ist das Tin Gear, brauchte ich ein Nugget. So, das kann gelöscht werden, das kann gelöscht werden. Fürs Tin Gear brauchte ich ein Nugget und 4 normale. So. 1, 2, 3, 4 und ein Nugget. Wow, ich habe einen Stack aus den paar Lapis Lazuli rausgekriegt. Crazy. Okay, jetzt brauchen wir nur noch das Zinn. Am besten gehen wir da einmal kurz hoch Richtung ME-System. Das heißt, wir müssen mit dem Aufzug, oder können, wir müssen nicht, wir können jetzt mit dem Aufzug fahren. Wenn wir auf der Etage wären, wo ein Knopf ist, da muss ich mir auch nochmal einfallen lassen, wie ich das genau mache. Ja, jetzt müssen wir erstmal auf den Aufzug warten. Da kommt er auch schon. Das dauert natürlich ein bisschen, weil er jetzt hier an jeder Etage einmal ganz kurz sich slowt und nicht mit voller Power fährt. Aber das soll mir recht sein. Eingang. So. Ah, ist das cool, ne? Der macht es echt leichter hier in BM rumzuhantieren. Oh, das ME-System ist noch die ganze Zeit online. Ja, sehr geil. Zinn. Rohzink. Zinkklumpen, Zinkbarren. Englisch, ne? Tin. Raw Tin. Ja, das sieht nicht so gut aus. Maybe. Ja, es ist Silber. Ist hier Tin drin? Silber. Raw Tin. Ich brauchte 4 für einen. Und ich brauchte auch nur einen, ne? Ah, und wenn wir schon mal hierbei sind. Sand. Ich brauchte 4. 1, 2, 3, 4. Dann. Zack. Dann gehen wir. Fahren wir einmal. Ich find's immer noch schade, ne, dass Tinker's Construct noch nicht upgedatet ist. Dass wir jetzt so einen Umweg gehen müssen, quasi um Erze und so zu verdoppeln. Aber naja. Ich meine, es ist zumindest was drin, womit wir Erze und so verdoppeln können. Ne? Ist auch schon mal sehr gut. So, hier machen wir eben schnell die. Hier ist noch drin. Ich will jetzt da nichts rausholen. So, und dann machen wir hier den Zinn. Zinnbarren Nummer 1. So, und eigentlich könnte ich, das ist ja die Spitzhacke ohne alles, ne? Könnte ich hier schon mal ein paar Öfen leider wieder abbauen. Der da, der ist nicht voll, der ist nicht voll, der ist nicht voll, der ist nicht voll. Da ist noch was drin, der ist leer. Da ist noch was drin, da ist noch was drin, der ist leer. Der ist leer. Boah, ich frage mich, warum habe ich so viele Öfen gebaut? Ich meine, klar, der Zweck war ja... Da sind noch 29 Eisen drin. Wow. Wann habe ich die denn? Okay. Der ist auch noch leer. So, die anderen sind alle voll soweit. 14 Öfen. Junge, Junge, Junge. So, Zinn, plupp, und wo war's hier? Glas, zack.
Jetzt gehen wir einmal an die Crafting Box. Ah, ich finde es halt echt schade, dass manche Sachen noch nicht auf der 1.20 sind, so wie früher halt, ne? Die ganzen schönen Sachen, die wir so halt hatten. So, 1.10 Rad. Das haben wir. Dann können wir jetzt den Maschinenrahmen craften. Blub. Und jetzt dürften wir den Pulverisierer herkriegen, richtig? Was fehlt? Ach, die Flints. Die Flintstones fehlen. Na dann. Wir wissen ja, wo wir die Flintstones herbekommen. Da haben wir ja so eine quasi eine Maschine, die alles unendlich produziert hat schon. Flintstones, where the Flintstones? 1, 2. Haben wir jetzt 2? Ja. Auf dem Weg dahin zur Crafting Box trinken wir mal einen Schluck und essen mal ein Scheibchen vom Ei. So. Und dann können wir uns jetzt den Pulverisierer zusammen craften. Hä, es fehlt immer noch was? Was? Was fehlt denn? Ach, die Gears, die habe ich noch in der Tasche, ne? Die Richard Gears fehlen. Ich wollte schon sagen. Wieso lässt er mich den nicht craften? So, jetzt haben wir den Pulverisierer. El Pulverisiro. Die Frage ist, geben wir dem eine eigene Stromquelle oder zwacken wir uns irgendwo was ab? Wir zwacken uns was ab, ne? El Pulverisiro, der kriegt jetzt Strom hier rüber. Hui. Der zieht aber heftig gerade raus. What the? Okay. Verzeihung. Okay, jetzt können wir hier Erz reinpacken, ne? Wie zum Beispiel Kupfer, 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 Gold. Ich liebe Gold, ich liebe Gold. Rotin. Ach, guck mal, hier hätten wir auch noch Rotin gehabt. Rohzink, Thorium. Roheisen. Roheisen, Roheisen. Pass auf, dann packen wir jetzt mal 64 Kupfer hier rein. Und am liebsten wäre es mir, wenn wir hier eine Kiste drüber stellen. So. Funktioniert das auch mit den Drawern? Das könnten wir jetzt ausprobieren. So. Zieht er sich automatisch dann das Kupfer rein? Oder will er das nicht? Enthält 16 mal Rohkupfer. Aber der kann es scheinbar an dem Mod hier nicht abgeben. Oder gibt er das? Weiß ich gerade gar nicht. Oder gibt er das erst ab, wenn die 16 raus sind? Da können wir ja mal eben ganz kurz gucken. Wir haben ja schon 5 Kupfer jetzt. Oh, aus dem Kupfer kriegen wir auch Gold. Ja, geil. Pulverisierer jetzt schon gelohnt. So, dann gucken wir mal eben, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Create Mod hatte ich auf jeden Fall mal 16 Rohkupfer schon mal rausgenommen, weil der legt jetzt nichts nach. Oh, was habe ich dahinter? Destroyed. Ach so, weil das Kupfer da drin ist. Wird der hier nicht als einzelner Drawer erkannt, sondern als Drawer mit Kupfer halt. Oh, sehr gut. Guck mal. Schön. Pass auf, dann nehmen wir jetzt als allererstes Oh, jetzt ist das Inventar wieder voll. So, den brauchen wir mal kurz. Und wenn ich jetzt einen Drawer dahin stelle, hüpft der dann da rein? Probieren wir das nochmal. Da drüber jetzt ein Drawer.
Hauptsache, der pulverisiert mir jetzt. Und bitte nicht die Draw. Nee, der ist im Hopper. Im Hopper. Get to the Hopper. Oh. Er gibt es jetzt langsam an den Trichter ab. Gibt der Trichter denn das auch gleich hier wieder ab? Mir scheint ja. So, der sammelt sich das jetzt hier. Aber scheint es nicht hier dran abzugeben. Jetzt machen wir mal Probe auf Exempel. Ne, gibt er nicht ab. Okay, müssen wir manuell reinlegen. Na gut. Dann legen wir das halt manuell neuer. Aber ich habe jetzt schon gesehen. Okay, Inventar. Überfüllt. Aber ich habe jetzt schon wieder gesehen, wir haben schon wieder die 20 Minuten erreicht. Ich würde sagen, ich mache hier einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.